Name ist Irene Moser von Hotelrestaurant Höllischmühle in der Hinterbrühl. Unsere Familie führt diesen Betrieb in dritter Generation. Wir sind ein Haus, das es schon sehr, sehr lange gibt, ein sehr geschichtsträchtiges Haus. Schon im 13. Jahrhundert wurde das Gebäude als Verwaltung für die umliegenden Weingärten verwendet und im Laufe der Jahrhunderte, wie der Name schon sagt, wurde aus dem Gebäude eine Mühle und aus der Mühle wurde dann auch eine Gastwirtschaft. Seit 1786 werden hier Gäste bewirtet und es wird auch Unterkunft angeboten für Gäste, die übernachten wollen. Das Umweltzeichen war uns schon vor Jahren sehr wichtig, deswegen, weil uns die Natur auch umgibt und ein Teil unseres Angebots ist. Wir wollen ja auch, dass die Menschen viel von der Natur erleben, wenn sie hier sind. Und dazu gehört auch unser Bekenntnis zum ressourcenschonenden Umgang. Das beginnt mit der Abfallverwertung, die einfach streng und rigoros darauf abzielt, möglichst wenig Restmüll zu erzeugen. Es ist ein Ort, in dem der Spirit noch fühlbar ist, nämlich die Inspiration, die so manche Künstler hier erfahren haben, wie Franz Schubert, bieten für Gäste, die sich für die Musik und die Werke Franz Schuberts interessieren, eine kleine Gedenkstätte unter dem Lindenbaum, wo er der Legende nach sein weltberühmtes Lied der Lindenbaum aus dem Zyklus Winterreise geschrieben hat, auch zum Thema Ferdinand Georg Waldmüller, der die Höllischmühle auf drei seinen Bildern verewigte. Diese sind in Kopie in den Gewölben im Restaurant ebenfalls zu besichtigen. Auf diesem Weg spürt man vielleicht auch, wie Waldmüller die uns umgebende Natur auch aufgenommen hat. Wir führen sehr viele Gäste in die Wälder ringsum oder in Ortsführung und dann verweise ich natürlich auch immer auf den Biosphärenpark. Das ist so eine Art Bewusstseinsbildung auch. Es werden natürlich angehalten, auch verschiedene Teile der Nachhaltigkeit zusammenzubringen, zum Beispiel eine Naturführung. Und wir spazieren dann zum Beispiel direkt in die Kernzone rein und dann kann man das sozusagen zeigen, wie dieser Urwald von morgen so. Das ist sozusagen ein gutes Schlagwort, weil so sehen die Wälder oder die Kernzonen auch aus. Das ist kein bewirtschafteter Wald mehr. Unsere Zusammenarbeit mit den Weinbauern der Thermenregion Wienerwald ist auch ein Bekenntnis zur Region, weil wir uns einfach hier verwurzelt fühlen. Im kulinarischen Bereich ist es zum Beispiel so, dass wir gerne Sachen aus der Region beziehen. Und da ist auch die Empfehlung oftmals vom Biosphärenpark, welche Partnerbetriebe dafür geeignet sind. Besonders erwähnen möchte ich auch einen Wanderweg, der an uns vorbeigeht, das ist die Via Sacra. Besonders an heißen Tagen kann ich zum Beispiel einen Spaziergang zum Husan-Tempel empfehlen, auf unserem Schubertweg, der führt direkt vom Haus. Es gibt sehr viele Hütten zum Einkehr, Heurigen, dann muss man natürlich auch zwischendurch Halt machen und sich verköstigen und verpflegen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie zu uns in den Wienerwald kommen und diese Schätze und Sehenswürdigkeiten hier entdecken und einfach einmal eine schöne Zeit hier verbringen. Wir sind nahe bei Wien, nur 17 Kilometer im Süden gelegen, gut verkehrsmäßig angeschlossen und bieten dennoch eine Vielfalt an Natur und kulturellen Erlebnissen.